heute den Tanz zu Embrace It. Ich wurde unzählige Male markiert, ob ich ein Tutorial dazu machen kann. Und wir starten jetzt damit. Was geht ab? Mein Name ist Jess. Ich bin neben Social Media noch als Tanzlehrerin tätig. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, mach auf jeden Fall das Plus weg. Wir starten, indem wir erstmal unsere Hüfte kreisen. Ich setze mit links raus und drehe dann über hinten, weil ich mich in diese Richtung jetzt drehen werde. Mein rechtes Bein setze ich dabei nach vorne. Eins, zwei ist es übertrieben gesehen. Ja, sprich, wir machen das hier, wenn wir uns nach vorne setzen mit dem rechten Bein. Mein Arm kurbelt hier mit rechts so. Also von unten gesehen ist das hier, was ich mache. Und links geht hier. Stellt euch vor, ihr habt so einen riesengroßen Suppentopf und den rührt ihr halt einmal um. Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung und zusammengesetzt ist es dann hier. Hap, wum, hap. Zusammengesetzt. Rechtes Bein, Hüfte und Arme. Eins, zwei. Und dann bin ich hier angekommen. Von hier setze ich das rechte Bein nach vorne, beziehungsweise das vordere, zurück. Und links, beziehungsweise das hintere. Von vorne gesehen ist es das hier, was ich mache. Hap und hap und. Dabei kurbel ich mit meinen Armen einfach so ein bisschen nach innen. Ja, schaut mal, ich bin hier. Zack und zack und. Wichtig, bei dem Tanz dürft ihr nicht so steif sein. Da muss wirklich viel Popo, viel Hüfte, damit das auch wirklich gut aussieht. Zusammengesetzt sind wir bei 1. 2, 3 und 4 und jetzt geht es wieder mit der Hüfte zugange, diesmal rechts rum. Gerade bei dem nach vorne setzen mit dem Bein bin ich so rumgegangen, jetzt gehe ich so rum. Um diesen Wind besser hinzubekommen, wieder hier nicht weit oben sein, sondern wirklich so ein bisschen tiefer gehen, nach rechts setzen, über hinten, über die Seite und nach vorne. Ihr könnt das Ganze erstmal isoliert üben, dann wisst ihr, in welche Richtung das geht. Popo nach rechts, Popo nach hinten, Popo nach links und nach vorne. Das Ganze zusammengesetzt ist dann das hier. Ja, je öfter ihr das macht, umso geschmeidiger sieht das aus. Übung macht den Meister. Ich drehe zack, 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 zack. Ist viermal. Dabei setze ich jetzt zuerst das linke Bein nach oben und dann das rechte. Schaut mal. Roll, up, roll, up. Ja, das ist auch Übungssache und dann bekommt ihr das auf jeden Fall hin. Meine Hände sind dabei hier und gleich drehe ich mich dabei dann zur Seite, wie es original ist. Wum, hap. Von vorne sieht man das Ganze aber so ein bisschen besser. Das bedeutet, wir sind hier, klick und rechts, hoch und links, hoch. Ja, wenn wir also hier angekommen sind, ich habe ein Haar im Auge, ich kriege die Krise. Zack und vor, ab. Ihr merkt, mein Popo dreht sich wirklich richtig schön die ganze Zeit mit. Hier ist wirklich mehr ist mehr, Freunde. Noch einmal von vorne. 6, 7, 8, wir gehen. 1, 2, 3 und 4 und roll, hap, roll, hap. Jetzt ist das vordere bzw. das rechte Bein oben, um mich wieder nach vorne zu setzen. Yes, ich bin also hier oben und mein Bein sitzt einfach nur zur Seite und ich gehe viermal mit der Hüfte raus. 1, 2, 3, 4. Ich mache also eigentlich nichts anderes als sowas hier. Und damit das ein bisschen bounciger aussieht, gehe ich hoch, down, hoch, down, hoch, down, hoch, down. Schaut mal. 1, 2, 3, 4. Von der Seite sieht man es mit den Hacken so ein bisschen besser. Hap, 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 hap. Dann habt ihr ein bisschen mehr Fluss da drin. Meine Hand hat hier eine Pistole und ich gehe zack, 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 viermal rein. Wir gehen von hier, roll, up und 1, 2, 3, 4. Ihr merkt, da wo der Finger hingeht, tschack, ist meine Hüfte. Und zack, und zack, und zack. Von vorne. 6, 7, 8. Ich drehe mich. 1, 2, 3, 4. Und 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich einen Slide nach vorne. Wum. Rechts oder links ist eigentlich egal, je nachdem, wie ihr euch wohler fühlt. Ich gehe meistens mit rechts.
Ihr könnt euch aber auch mit links nach vorne ziehen. Was ich mache, ist eigentlich einfach nur greifen und mich dann nach vorne ziehen. Stellt euch vor, ihr habt eine Stange und da zieht ihr euch dann ran. Bisschen wie dieses Wegdrücken, ranziehen. Ja? Nur, dass wir nach vorne nur rausgehen. Ha? Jetzt kommt der Popo nach unten und wir gehen hoch. Was ich mache, im Originalvideo sieht man es nicht so hundertprozentig, wie das genau richtig getanzt ist von der Choreografin, sag ich mal. Deswegen, ich erkläre euch mal so, wie ich es jetzt machen würde. Wenn ich nach vorne gezogen bin, gehe ich mit meiner Hüfte down, down, down. Sprich, rechts ist oben die Seite. Dann drücke ich die runter, hoch, runter. Und jetzt sitze ich ja quasi wie so auf so einem Barhocker. Und von hier pushe ich mich dann hoch. Schaut mal, es ist so ein bisschen wie bei dieser normalen Welle nach oben. Ich sitze, dann gehe ich mit meinem Popo zur Brust hoch. Wenn ich also rauskomme, slide. Und zum Schluss sagt sie in der Musik, glaube ich, naked oder so. Wir drehen uns einfach rum und machen hier so am Oberkörper entlang. Zack. Yes, wir kommen also raus. Chuck, up, chuck, up. Eins, zwei, drei, nach vorne. Wum, da, da, da. Du, du. Naked, hey. Und das war's auch eigentlich schon. Sehr, sehr schneller und kurzer Tanz. Aber umso besser, weil dann haben wir mehr Zeit zu üben. Zu üben, alles klar, zum Üben. Wow. Von vorne einmal, dann mit Musik. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier und fünf, sechs, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben, acht und raus. Nice one. Ich hoffe, das hat geholfen. Falls ihr noch irgendwie was lernen möchtet, markiert mich sehr gerne unter den Videos. Ansonsten viel Spaß beim Üben. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Miss, if you got a-